Die Digitalisierung entwickelt sich nicht linear, sondern exponentiell. Und wir als großes Unternehmen müssen das als Chance empfinden, um insbesondere unsere internen Prozesse effektiver und effizienter zu gestalten, aber auch die Bedürfnisse unserer Kunden im Zusammenhang mit der mehr und mehr digitalisierten Welt entsprechend zu befriedigen. In 5 Jahren kann ich Ihnen auf den Schlag beantworten, denn wir werden 5000 WEs bauen, 10.000 modernisieren und wenn wir gleichzeitig auch im Zuge der Digitalisierung die Bedürfnisse unserer Kunden entsprechend weiterentwickeln, werden wir lebenswerte Quartiere und zufriedene Mieter haben. Unsere Wurzeln liegen im Bergarbeiterwohnungsbau. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und insofern habe ich es hautnah erlebt. Die Rückführung des Bergbaus in diesem Jahr schließt die letzte Zeche, aber daraus ist auch sehr viel Neues entstanden. Sei es die Viva West Stiftung, sei es Evonik Industries oder auch unser Unternehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, wir sind eine starke Region mit einer dichten Hochschullandschaft, mit einer starken Wirtschaft und liebenswerten und engagierten Menschen. Für uns ist es sehr wichtig, dass Gelsenkirchen digitale Modellstadt wird, denn eine Infrastruktur auf der Höhe der Zeit mit Glasfasernetzen und superschnellem 5G ist für ein Unternehmen unserer Größenordnung von sehr großer Bedeutung. Das kann natürlich nur der Nordsternturm sein, denn da kann man so super übers Ruhrgebiet schauen und sieht, wie grün es ist und wie es sich entwickelt.